Wahnsinnsgang von über 1 Million junger Menschen 1914, die da regelrecht geopfert worden sind. Mhm. Das hat einer aufgeschrieben und da spiele ich 5 Rollen drin. Die Vaterlandsfigur, also Vater, Lehrer, Musterungsarzt, Priester und Hauptmann. Das ist aber kein Einsparungsstück vom deutschen Fernsehen, das dass wir jetzt alle sämtliche Rollen selbst spielen müssen. Nein, das ist nicht der Fall. Das war vom Autor. Nein, es war sogar ein ganz großer Reiz. Sie synchronisieren auch sehr viel? Ja, auch jetzt leider die letzten 2 Jahre sehr viel mehr. Ja. Denn früher war halt Fernsehen, aber da wir in Deutschland weniger eigene Produktionen haben und mehr einkaufen, das kann man ruhig mal sagen, geht uns ja allen so. Ja. Aber das Synchronisieren macht mir sehr viel Freude, weil ich es auch mit Ernst mache. Also, warum nicht? Warum nicht? Im Theater gespielt wird ja auch noch nicht Kinski mehr. Haben Sie mal, glaube ich. Kinski das habe ich ausgehört. Wir machen nämlich zu Hause so ein Spiel, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon gemacht haben. Augen zu und dann wird festgestellt, wer könnte das sein. Das ist ein wunderschönes Spiel, können Sie Quizspiel mitmachen. Den habe ich auch einmal auf Sächsisch sogar. Auf Sächsisch, Kinski. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe, glaube ich, sehr gelacht, aber Willi Weide hat sich dann darüber gefreut. Ich habe noch nie einen wütenden Sachsen gesehen, ich stelle mir das aber schrecklich vor. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich begrüße Manfred Seibold, dem nehmen wir den Bart ab. Ja, das ist der Lehrsatz des Pythagoras. Da haben wir heute also das längste Seite eines Quadrates an einem rechtwinkligen Dreieck. Wir haben dann nochmal auf unsere Schulzeit zurückgegriffen, es war uns zu anstrengend. Es gibt ja eine Gleichung. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Ja. Das, hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Nicht, dass wir da dürfen Sie mich nicht fragen. Ja. Weil das war der Grund, warum ich nämlich Schauspieler geworden bin. Ach so. Weil ich A Quadrat plus B Quadrat. Ja, so. Ja gut. Ja. Mit ihm war nie zu rechnen. Nein, man hilft. Nein, absolut nicht, weil Mathematik war der Grund, warum ich in der Schule, wie man so sagt, sitzen blieb. Ne? Jetzt sind wir sitzen und die Sprachen waren das, die mich dann wieder in die alle Welt geführt haben, weil ich durch meine Französisch-, Italienisch- und Englischkenntnisse große Rollen gespielt. Vielleicht erinnern Sie sich an den Mehrteiler zu Weihnachten, der Wettlauf nach Bombay, da war ja der Böse, ein furchtbar Böser. Jetzt haben Sie aber mal einen Guten gespielt. Ja, ausnahmsweise. Das heißt, ich habe seit Jahren versucht abzuwechseln zwischen Guten und Bösen, damit man nicht in eine Schublade gepresst wird. Das war das Herz aller Dinge von Graham Greene. Eine internationale Koproduktion zwischen Frankreich, England, Italien, Deutschland, Südafrika. Spricht da jeder in seiner Landessprache? Nein. Alle müssen Englisch sprechen. Das war furchtbar. Furchtbar. Ich könnte es überhaupt nicht. Also ich habe zwar mal geübt mit einer heißen Quellkartoffel, aber zum Synchronisieren hat es also nicht... bei den heutigen Kartoffelpreisen ist es auch kein Wunder. Er synchronisiert auch. Ich weiß einen ganz beliebten für die Damen, Darsteller aus Amerika, den er synchronisiert. Bert Reynolds. Ja, so ist Reynolds. Bert Reynolds. Schauen Sie mal her, das ist er, ja. Dr. Kurt... Dr. Kurt Jadberg. Darf ich dir das überreichen? Ja, das nehme ich gern wieder zurück. Ich habe viel Freude gehabt, dass Sie gekommen sind. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es sollte Manfred Striezel heute hier sein. Wir können es ruhig sagen, er ist erkrankt. Gute Besserung. Achim Striezel. Gute Besserung auf jeden Fall, Achim. Alles Gute. Und er hat in Heppenheim spielt er Theater und... Er hat gestern auf der Bühne gestanden, heute Abend muss er wieder hin. Was machen wir da? Mein Intendant ist ja da, der Hans Richter. Das verraten wir noch nicht, der verrät mir meine Überraschung. Nein, er hat gesagt, ich soll es jetzt schon sagen. Er soll es jetzt schon sagen. Na ja, gut, wir wissen nicht, ob er noch da ist und war es vorhin zu warm. Also dann, vielleicht ist er weggegangen. Was spielen Sie zur Zeit? Zangler Juxt von Nestor. Juxt will er sich machen. Und kommt bald wieder ein Inspektor? Er kommt bald wieder, das ist heute meine 800. Fernsehsendung. Die 800. Fernsehsendung. Ein Applaus für ihn. Für die 801. Wir sagen, ich bedanke mich recht schön. Die Betty nimmt euch, wenn ihr wollt, mit. Ach, den Bembel natürlich noch. Und der Achim kriegt einen nachgereicht, weil er hätte ja auch einen gekriegt von 25 Jahren. Den schicken wir nach Berlin, das verantworte ich. Geht mit der Betty, ihr kriegt einen zu trinken. Ja, ich habe jetzt einen Gast aus Holland. Ein Gast aus Holland. Er ist kein fliegender Holländer, obwohl er sehr oft im Flugzeug ist, weil er die ganze Welt bereist. Ein großartiger Sänger, der sowohl das Ernste bei der Oper vertritt, aber auch mal Schlager singt. Von ihm ist seine Langspielplatte, habe ich mir angehört. Die heißt Tonfilmmelodien von gestern. Und die ist wunderbar gemacht, eine Erinnerung für alle, die nicht aus dem Paradies der Erinnerungen sich vertreiben lassen. Und da gibt es ein Lied von Peter Kreuter, ich werde jede Nacht von Ihnen träumen. Und das singt für Sie Marco Bakker. Möchte ich bei
beim Abschied nicht versäumen, zu sagen, ich lieb sie allein. Ich hab so viele Wünsche im Geheimen, die sollen einmal in Erfüllung gehen. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen, ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich beim Abschied nicht versäumen, sagen, ich lieb dich allein. Ich hab so viele Wünsche im Geheimen, die sollen einmal in Erfüllung gehen. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Auf das Wiedersehen freue ich mich jetzt schon, aber es war eine Premiere, das erste Mal im Blauen Box. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Mhm. Sie haben eine eigene Fernsehshow in Holland. Ja. Ich glaube, seit wie vielen Jahren jetzt? Das ist das zehnte Jahr. Das zehnte Jahr. Und wie viele Sendungen in dem Jahr? Sechs Sendungen. Genau. Fünf im Studio und ein Special. Da laden Sie auch Gäste ein? Ja, ja. Anneliese Rothenberg, Udo Jürgens. Ja. Die waren alle bei mir schon. Bei mir auch. Damit die Zeit bei mir, wenn von Ihnen habe ich gelernt. Wollte ich einmal sagen. Ist man Ihnen böse gewesen? Sie kommen von der Oper. Ist man Ihnen böse gewesen, dass Sie solche Lieder, also sagen wir mal Schlager, auch singen? Anfang war es nur die Presse, die klassische Presse in Holland, die ein bisschen dagegen war. Aber ich glaube, die haben sich jetzt daran gewöhnt. So wie bei Anneliese und bei Hermann Prey. Man hat es gewöhnt. Für mich existiert nur gute und schlechte. Schlechte Unterhaltung, das sage ich auch. Wenn ein Lied gut ist, dann kann es jeder singen, ob es ein Opernsänger ist oder auch ein Schlagerstar, würde ich sagen. Wenn er die Qualität dazu hat, das muss man sich einmal merken. Aha, 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 da. Ja. Das ist die neue Welt. Das will man einmal merken. Wenn es gut ist, dann jeder. Schön warm ist es hier, ne? Ja. Darf ich noch meine Mutter grüßen? Ja, ach, er will, ja, das dürfen Sie, er hat mich gefragt. Ja, seine Mutter hat heute Geburtstag und hat mich vor der Sendung gefragt, ob er seiner Mutter einen Gruß sagen darf. Bitte, Herr Back. Ja, ich möchte meine Mutter, und vielleicht darf ich das auch holländisch machen. Ja. Mutter, ich will u hartelijk feliciteren met uw 77ste verjaardag. Het is echt waar, u ziet het, ik ben nu hier, dat ik niet op uw verjaardag zijn kan. Ja? Ja. Hele fijne dag en misschien zien we elkaar vanavond nog. Ja. Tot ziens. Jetzt werde ich auf Hessisch noch. Hallo. Da sind's. Jetzt werde ich auf Hessisch mal sagen. Liebe Mama, alles Gute, wir schicken wieder zurück, gell? Und geben ein Gläschen für dich mit. Gute, ja. Ja. Gut, bedanke mich. Bedanke mich. Ach, schön, so, Hessisch und so. Um Himmels Willen! Ja. Ja, wer zieht dann hier um? Herr Schenk, ja, komm Frau doch Willi, mal was her. Guck doch mal die Großkiste. Ja, na und? Ja, was kann dann da drin sein? Ja, da gibt's doch eine einfache Möglichkeit festzustellen, was da drin ist. Man macht die Kiste auf, Frau Wirtin. Aufmache ich? Ja. Ha,
wo ich überhaupt nicht weiß, was da drin ist, kommt überhaupt nicht in Frage. Na, ich weiß ja auch nicht, was drin ist. Vielleicht ist ein Minister drin. Ein Minister? Ja, weil, ah, die kommen sind da drauf. Ja, weil vorne drauf steht, nicht stürzen. Ach, also so Gott. Irgendwie, dass ich das einen Grund habe. Ich weiß ja nicht, was da drin sein kann. Also ich hab jetzt genug, wir machen die Kiste auf. Ja, aber also, sind Sie mal vorsichtig. Also ich bin ja einen Meter weg, ich gehe hab weg, da keine Angst und so. Wenn Sie wüssten, was da drin ist. No? Oh, Gott im Himmel. Geben Sie mal acht, Frau Wedin. Ich habe eine Überraschung für Sie. Ja. Guten Tag, Frau Wirtin. Guten Tag, Herr Martin. Ja. Sowas. Tatsächlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das ein Inder ist, gell? Wieso Inder? Ja, weil er in Kasten lebt, Frau Wirtin. Also deswegen. Ja. Liebe Frau Wirtin. Ja. Zum 25-jährigen Bestehen dieses Etablissements darf ich Ihnen im Namen der Belegschaft herzlich gratulieren und dieses Angebinde überreichen. Oh, ja. Oh, vielen Dank, Herr Martin, vielen Dank. Und was haben Sie in dem Karton? In diesem Karton hat die Belegschaft alle Gags und Witze gesammelt, die ihr Herr Schenk im Laufe der vergangenen 16 Jahre hier in diesem Lokal gebracht hat. Tatsächlich? Und die wollen Sie mir jetzt überreichen? Aber nein. Na, was dann? Also, Sie werden vernichtet. Vernichtet? Aber warum denn? Weil es im deutschen Fernsehen schon genug Wiederholungen gibt. Jetzt setze ich mich lieber zur Ruhe. Martin Jente, meine Damen und Herren, ihm gehört auch ein Dankeschön, unseren Herrn Martin, denn er war der erste Produzent des Blauen Bocks. Er hat ihn vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben. Nachher hat ihn Frau Wöhr produziert und Gabriele Klinger, die jetzt draußen sitzt und genau Acht gibt, dass ich nicht überziehe, die führt es jetzt weiter mit sehr viel Erfolg, wie ich sagen darf, mit einem herzlichen Dankeschön, dass ich an alle Mitwirkenden vor und hinter der Kamera verbinde. Aber warum ich jetzt sitze, hat seinen Grund. Wir haben gesagt, Hersfeld ist Festspielstadt. Und da haben wir Schauspieler eingeladen, die zu gleicher Zeit aber auch Theaterdirektoren sind. Ob auf Tournee oder Festspiele, alles, was sie selbst machen. Und hier sind sie unter dem Motto, Bretter, die die Welt bedeuten. Tschüss. Ich bin mit dem Theater unterwegs, das ist bekannt. Mit Tourneen ziehen wir tagtäglich Vogelmut durchs ganze Land. Festgespielt ist halb gewonnen. Heppenheim lädt Sieger ein, um alljährlich immer wieder dort begeistert Gast zu sein. Die die Welt bedeuten, ja, die sind unser Zuhaus. Als Direktor kalkulierend und als Mime selbst agierend, danken wir für den Applaus. Wer liebt nicht das Volkstheater, das mit seinem Spiel bezweckt, sie mit Kunst zu unterhalten, Hochdeutsch und im Dialekt. Und bei uns im schönen Stuttgart haben wir auch Spaß gesetzt. Die Komödie im Haus Marquardt wird vom Publikum geschätzt. Bretter, die die Welt bedeuten, ja, die sind unser Zuhause. Als Direktor kalkulieren und als Mine selbst agieren, danken wir für den Applaus. In dem Weindorf Sommerhausen, hoch im Torturm spielen wir. Für die Zuschauer, die gerne
kommen von weit her nach hier. Ganz egal wo.